eine Taxifahrt in Peking. Woher kommt ihr? Aus Deutschland. Ich habe den Hitlergruß aus einem Fernsehfilm gelernt und ich dachte, ihr Deutschen findet das lustig, erklärt uns der Taxifahrer später. Immer wieder erleben wir diese Form der Begrüßung hier. Im angesagten Pekinger Künstlerviertel 798 wird satirische Hitler-Popkultur zum Kassenschlager. Beim Bummel über einen Flohmarkt in der Hauptstadt drückt uns eine Verkäuferin Mein Kampf in die Hand. Die Nazischrift sei ein Bestseller auf Chinas Straßen, stellte eine Pekinger Zeitung einst fest. Das Buch ist mit einer ISBN-Nummer versehen. Als Verlag wird der staatliche Buchladen Xinhua genannt und als Produktionsort Tibet. Die Schwarzdrucker geben gerne die fernen Minderheitengebiete an. All diese Informationen sind aber gefälscht. Auch in China macht sich jeder strafbar, der faschistisches Schriftgut herstellt, vertreibt oder faschistische Objekte verherrlicht. Doch die Behörden drücken beide Augen zu. In trauter Reihe thront Adolf Hitler auf dem Trödelmarkt neben anderen Tyrannen wie Stalin oder Mao. Auf der größten Online-Verkaufsplattform des Landes werden zig hunderte Produkte offen vermarktet. In China herrscht eine weit verbreitete Faszination für Waffen- und Kriegsszenarien. Gleichschritt und militärischen Gehorsam lernen Kinder schon ab der Mittelschule in mehrwöchigen Übungen vor jedem neuen Schuljahr. Auch das Interesse an Hitler ist auf Macht und Waffen beschränkt. Die Hintergründe über das Dritte Reich werden nicht öffentlich aufgearbeitet. Zu groß ist die Sorge der Partei, dass eine Debatte über Totalitarismus auch ihr Herrschaftssystem in Frage stellen könnte.